nach oben ziehen, also symbolisch wie eine Handbremse, Entschuldigung, nach unten. Also symbolisch eigentlich wie eine Handbremse, nach oben ist fest, nach unten ist gelöst. Und ja, wenn jetzt die ersten hier rechts losgefahren sind, fahren wir dann so langsam los. Und wir warten auch immer aufeinander, also keine Panik und ja, viel Spaß. Achso, gibt es noch irgendwelche Probleme irgendwo in einem Auto oder sowas? Einfach dann durchsagen oder irgendwelche Fragen, vielleicht hat ja auch jemand anderes. Schalter. Eine von diesen Schaltern. Wir haben gar keine Informationen gekriegt über die Natur dieses Autos. Ich gar nicht mehr genau, was ich vorhin von mir wahrscheinlich gehört. Also ist das mit 180 PS oder 20? Ja, der Carsten hier. Ich hoffe, alle können mich laut und deutlich verstehen. Ich würde einfach sagen, was es nachher dann, wenn wir sozusagen in der Prüfung sind, dass es insgesamt einfacher macht, switche ich einfach mal zu Du. Das heißt, ich werde euch alle im Du anreden, also in der zweiten Person Singular oder Plural. Ich hoffe, da hat keiner irgendwelche Probleme mit. Wir fahren jetzt zum Bremsen und Ausweichen. Der Versuchsaufbau ist wie folgt. Ihr fahrt mit einer Geschwindigkeit, so sagen wir mal um die 80, so als groben Richtwert in eine Gasse rein, seht dann blaue Pylonen, auch da tretet ihr dann voll in die Eisen bis in den Regelbereich des ABS und während das ABS regelt, seid ihr gezwungen durch die Pylonenführung links aus, nach links auszuweichen und sofort wieder rechts einzuscheren, sozusagen in die versetzte Spur, bis zu einem kompletten Stillstand und dann langsam wieder aus der Prüfung raus. Generell gilt bei allen Prüfungen hier auf dem Testgelände, wenn die Reifen innerhalb einer Prüfung quietschen, ist alles wunderbar. Das soll so sein, das kann so sein. Sobald ihr mit einer Prüfung fertig sind und wieder zurück zum Ausgangspunkt fahren, ist dann aber gemächliches Tempo angesagt. Das heißt, wir fahren hier sonst mit maximal 40 wieder zurück. Das heißt, wir müssen, wenn wir mit der Prüfung fertig sind, zurück zum Ausgangspunkt kommen, niemandem was beweisen, da wird nicht getestet, da müssen wir nicht die Grenzen unseres eigenen Fahrkönnens oder des Fahrzeugs austesten, sondern nur in der Prüfung. Das heißt, von blauer Pylone bis blaue Pylone darf Gas gegeben werden, alles danach bitte ganz piano. Ja, wir kommen jetzt, nachdem wir hier die Kollegen vom Slalom passiert haben, am Slalom vorbei sind, kommen wir zu unserer Prüfung. Da halten wir dann erstmal alle an und dann gibt es weitere Instruktionen und ein Praxisbeispiel. Ja, weil das kann man alles so schnell vergessen. Es liegt viel Gummi hier auf der Strecke. Ja, sind einige Tests. Bist du auch einen Mazda-Fan? Ich habe auch einen Mazda, ja genau. Ja? Mhm. Und welche? Die Mazda 6. Oh. Mhm. Limousine oder Kombi? Die Limousine. Diesel. Finde ich schön. Wie viele Kilometer hast du schon? Bei dem Mazda 125. Oh mein Gott. Ich fahre im Jahr fast 70.000. Ja, so viele. Ja, also es ist Zeit irgendwann für ein neues Auto. Tacho gucken, um zu wissen, wie schnell ihr seid, sondern ihr seht das wunderbar in eurem Blickfeld, wie schnell ihr seid, der aktualisiert sich also relativ zügig und zeitnah, das heißt, ihr habt ein gutes Gefühl, wie schnell ihr seid. Als wir das gestern hier probiert haben, auch bei so feuchter Strecke wie jetzt, war so ungefähr der Richtwert mit Tempo 80.
es geht nicht darum, Geschwindigkeitsrekorde zu brechen. Gleichzeitig müssen wir natürlich eine gewisse Geschwindigkeit haben, um überhaupt einen Effekt zu haben. Weil ansonsten steht ihr schon, bevor ihr überhaupt zum Ausweichen kommt. Das heißt also, die 80 sollten so ein Richtwert sein. Vielleicht, je nachdem, wie man sicher sich fühlt, wenn 75 für einen Anfang sind, ist auch in Ordnung. Der Jürgen macht das jetzt auch einmal vor. Bitte fährt die Übung einmal, wie es aussieht. Wie gesagt, ihr fahrt hier rein mit ungefähr Tempo 80 innerhalb der Pylonengasse. Ich glaube, die zweite oder dritte Pylon, das Pylonenpaar ist blau. Das ist euer Bremspunkt. Bei den blauen Pylonen voll in die Eisen bis, wie gesagt, Regelbereich ABS und dann der Führung folgen, links ausweichen, rechts wieder in die Spur bis zu einem kompletten Stillstand. Stehen bleiben, kurz durchatmen, dann wieder den Gang einlegen und langsam dann der Spur folgen und dann kommt ihr hier auf der Seite langsam hier wieder zurück. Wie gesagt, maximal Tempo 40 bitte und stellt euch dann wieder hinten an. Empfehlung oder unsere Idee ist... Hallo. Ich habe ein Problem auch. Ist die Batterie aus? Hallo? Ja. Jetzt geht's wieder genau. Oder der hatte was falsch getan. Der hatte wahrscheinlich keine. So, hört ihr mich jetzt wieder? Jo. Wunderbar. Jetzt weiß ich genau, bis wohin ihr mich gehört habt. Also der Jürgen macht das jetzt einmal vor. Jürgen, bitte. Ihr fahrt da durch, Tempo 80 an dem blauen Pylon ist euer Bremspunkt, bis zu einem kompletten Stillstand, dann wieder langsam anfahren und hier auf der Seite langsam zurückkommen und wieder hinten einrein. Wie gesagt, generell die Idee ist, ja, einfach macht so das zweimal, bevor ein Fahrer wechselt, ja, das könnt ihr im Auto handhaben wie ein Dachdecker, also wie es euch passt. Aha. Und los. Bremst du gay? Geht sehr gut. Aber wir sind ja gelandet jetzt. Ah, ja. Hier aus, ja. Eine erste Tendenz entwickelt sich oder ist schon abzusehen. Die Straße ist offensichtlich trockener als gestern. Das heißt, die 80 sind fast ein bisschen wenig. Wie gesagt, keinen unter Druck setzen. Aber die 80 sollten es auf jeden Fall sein und vielleicht ein bisschen mehr. Und Lust. Ich war bei wie viel gewesen? Bei 80 ungefähr, oder? 85. 85? Ja. Wir warten kurz, bis die Pylonen aufgestellt sind. Kleinen Moment. Darf ich auch eine Runde drehen? Ich glaube, wir wechseln her wahrscheinlich, oder? Ja. Ich glaube, der wird Bescheid geben. Ja, gut. Okay. Dann bleiben wir schon. Okay. Ja. Hast du Kinder? Nee. Ich habe zwei Söhne. Das ist gut. Das sind Meio Brasileiros. Ja? Meine Frau ist meine Ex. Und bitte. Wie alt sind Sie? Der große ist 19. Oh. Steht in Dresden. Oh, da bist du schon befreit sozusagen. Der kleine ist 17. Nee, der kleine ist noch, der macht Abitur jetzt im Frühjahr. Oh. Kann man merken, alle Hilfssysteme, die... Die einspringen, ja? Ja, eingesprungen sind. Ich würde mal sagen, da geht noch was. Mhm. Und ja, bitte. Aber wir brauchen ein bisschen mehr Anlauf. Mhm. Ich gehe zu früh vom Gas vielleicht, ja. Welche Geschwindigkeit war ich eben gewesen? War schon fast 90, ich glaube, ja, 85 war wieder. 85? Mhm. Ich gehe vielleicht für zu früh runter, ja. Wechseln wir auch, oder? Ja.
Da muss ich auch mal versuchen. Wie ich eben vorhin schon erzählt habe, ist das tatsächlich auch ein Stück weit Bestandteil unseres Handling-Kurses, den wir hier sonst mal nutzen, um das fahrdynamische Limit der Fahrzeuge auszuloten und zu beurteilen, wie ist die Regelgüte von ESP, wie ist die Beherrschbarkeit im Grenzbereich. Und das wollen wir in Ansätzen jetzt auch mal erfahren. Und wir machen das so, dass wir jetzt ganz, ganz in Ruhe einmal durch diesen Parcours durchrollen. Wer noch nie auf einem Flugplatz gefahren ist, das ist alles sehr, sehr, sehr top eben. Und man hat quasi nur eine Wand vom Pylon vor sich. Das kann für Verwirrung sorgen. Darum rollen wir da einfach mal in gemächlichem Tempo durch, dass Sie sehen, wie das hier so geht. Wir rollen jetzt gerade hier durch die Wendegasse. Dort bitte gleich nach dem Beenden der Sektion immer so mit maximal 45 km/h wieder zurückfahren und aufschließen. Startpunkt ist jetzt hier dieses kleine blaue Tor für jedes Fahrzeug, wo ich jetzt kurz einmal anhalte, bis sich die Gruppe gesammelt hat. So, wir beginnen halt mit diesem blauen Tor, beschleunigen auf ca. 50-60 km/h. Am Anfang würde ich sagen, man sollte sich ja zu jeder Zeit wohlfühlen im Fahrzeug. Dann geht es durch das erste Türchen hinein in den Kurs. Der Kurs beschreibt zunächst eine Linkskurve. Und dann geht es in einen relativ großzügigen Rechtsbogen, wo man das Tempo ruhig ein bisschen halten oder gar sogar erhöhen kann. Am Ende dieses weitläufigen Bogens allerdings gibt es eine Gegenkurve, die dann gemeinerweise auch noch zumacht. Sinn der Sache ist, dass das Fahrzeug hier in den Regelbereich des ESP kommt, dass man mal sieht, was ein Auto im Grenzbereich halt einfach so tut. Und dann geht es hier wieder zurück durch diese Gasse. Wie gesagt, hier bitte maximal mit 45 km/h fahren. Das dient der Sicherheit. Dann aufschließen und während man dann wartet, bis es weitergeht, kann dann der Fahrerwechsel vollzogen werden, sodass wir da keine Zeit verlieren und ihr alle viel ans Fahren kommt, weil darum geht es ja hier. Gibt es noch eine Disziplin? Außer diese hier? Ich glaube, noch, ja, naja. So, wenn es Fragen gibt, jederzeit einfach mal kurz den Daumen aus dem Fenster halten oder die Hand. Dafür sind wir ja da. Und ansonsten würde ich sagen, das Fahrzeug mit der Nummer 22 kann gerne ein. Auch wenn der Skyactiv X ein sehr auf Effizienz bedachtes Fahrzeug ist mit seinen 180 PS, brauchen wir heute nicht auf den Sprit achten. Wir können also durchaus ein bisschen den zweiten Gang beschleunigen und dann die Drehzahl eben ein bisschen erhöhen. Dann hängt das Fahrzeug gut am Gas. Wir können mit der Geschwindigkeit ein bisschen spielen. Das geht besser als im dritten Gang, weil da einfach eine höhere Drehzahl anliegt. Das passt dann schon. Jetzt geht's hinein, der lange Bogen. Schön, nein, das war nicht ganz richtig. Da haben wir den Bogen unnötig verkürzt. Machen wir beim nächsten Mal besser. Und jetzt sind wir komplett außer Spur. Die haben eine Limit gesetzt von über 50 Kilometer, aber das kann man sowieso nicht einhalten. Bist du auf den zweiten Gang gefahren oder bist du höher gegen gefahren? 45 nur. Nur mit dem ersten Gang hast du das gemacht jetzt? Mit Boden. So, ja, mit der Kante. Nicht zu vergessen, dass die dritte einfach zu lang ist. Ja, und war krass bei ihm.
glaube, das ist zu lange ausgelegt, diese Getriebe. Von Wirtschaftlichkeit her. Ist das nicht so? Fahrzeug sein, die ist nicht so. Ja, praktisch, ja. Ich finde, es ist ein bisschen härter als am Anfang. Oder so hart. Sportlich, ja, sportlich ist es so. Ja, ich denke, ja, der ist richtig stramm ausgelegt.